Hallo, ihr wollt beim Arbeiten mit dem Microsoft-Formeditor viel Zeit sparen, nicht mehr mühsam die einzelnen Symbole anklicken, sondern zügig und effizient mit dem Werkzeug arbeiten? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch eine Reihe von Möglichkeiten, wie man schnell und effizient die verschiedenen Editierungsobjekte erzeugt. Ich gehe davon aus, dass ihr schon mit dem Formeditor gearbeitet habt. Das heißt, ihr wisst, wie man ihn startet und wie man damit grundsätzlich arbeitet. Für alle Fälle zeige ich nochmal kurz die Möglichkeiten, wie man ihn starten kann. Die erste, aber umständlichste Variante ist diese. Ich gehe auf den Reiter Einfügen, dort auf Symbole, wähle dort Formel aus und klicke das an und der Editor ist geöffnet. Aber wie gesagt, das ist die langsamste Variante. Etwas schneller geht es, wenn ich mir ein entsprechendes Symbol in der Schnellstartleiste eingerichtet habe. Das ist diese Leiste hier ganz oben, die ich mit Befehlen bestücken kann, die ich besonders häufig brauche. Und da ist bei mir auch hier der Formel-Editor dabei. Weil ich die Schnellstartleiste so praktisch finde, zeige ich hier auch noch einmal, wie man diese einrichtet. Dazu gehe ich auf Datei, gehe auf Option, schiebe das Ganze mal in das Videofenster, wähle Symbolleiste für den Schnellzugriff aus und damit öffnen sich mehrere Auswahlmenüs. Unter anderem steht das hier auf häufig verwendete Befehle. Das kann ich aber auch umstellen auf etwa die Registerkarte einfügen. Suche dann Formel einfügen heraus. Das ist hier. Muss er nur noch hier auf Hinzufügen klicken und schon schiebt er das Ganze in die Schnellstartleiste. Wenn ich das jetzt hier mache, wird er meckern, denn ich habe natürlich bereits das Symbol dort, aber grundsätzlich funktioniert das auf diese Weise. So, ich mache das mal wieder zu und so kann ich den Formel-Editor starten, indem ich einfach immer hier oben hinklicke und habe es gleich geöffnet. Aber jedes Anklicken kostet Zeit. Profis schätzen da Tastenkombinationen, das geht nochmal deutlich schneller. Bei dem Formel-Editor ist es die Tastenkombination aus Alt und Sternchen. Das Sternchen ist bei meiner Tastatur über die Shift-Taste, also die Taste für die Großbuchstaben, zusammen mit der Plus-Taste erreichbar, sodass ich drei Tasten gleichzeitig drücken muss. Alt, Shift und Plus. Aber wenn ich mich einmal dran gewöhnt habe, geht das ganz flix und schon habe ich den Editor geöffnet. Legen wir nun selbst mit dem Editor los. Ich zeige zuerst ein Beispiel für die umständliche Art des Formel-Editierens. Etwa für ein Vektor V mit Vektorpfeil darüber. Dazu gehe ich hier auf Akzent, suche den Vektorpfeil heraus, gehe einmal nach links, tippe V ein und habe ihn. Geht. Aber ernsthaft, das kostet richtig viel Zeit. Wie geht es schneller? Ich tippe erst V ein, dann den Backslash. Das geht bei mir über die Tastenkombination Alt-Kr und SZ und tippe dazu den Befehl ein, weg. Zweimal die Leertaste und da ist das Gleiche erreicht, sehr viel schneller. Voilà. Manchmal brauche ich auch mehrere Buchstaben unter dem Vektorpfeil, etwa für den Vektor von A nach B, also Vektor AB. Dann muss ich das Ganze einfach nur einklammern. Das geht so, Klammer auf, AB, Klammer zu, Backslash, weg. Zweimal Leertaste, zack. Was mit dem Vektorpfeil geht, geht auch etwa mit dem Querstrich oberhalb von Zeichen oder Buchstaben, etwa für einen Mittelwert oder eine periodische Zahl. Ich nehme mal den Mittelwert, x. Das heißt dann bar. Und schon habe ich x quer eingegeben. Oder 2, Periode 3. 2,3 Periode habe ich auch so erreicht. Auch hier kann ich mehrere Sachen gleichzeitig zusammenfassen, etwa 3, Periode 1,8, Klammer auf, 1,8, Klammer zu, Querstrich drüber, zweimal Leertaste, fertig. So bekomme ich alle möglichen Symbole oberhalb meiner Buchstaben oder Zahlen. Ich muss halt nur wissen, wie die entsprechenden Befehle heißen. Da hätte ich zum Beispiel Tilde, das macht mir so ein Wellenzeichen. Oder den Hut bekomme ich mit Head, Dach, vielleicht auch eher im Deutschen. Den Punkt für die zeitliche Ableitung erhält man mit Dot und die zwei Punkte für die zweite Ableitung dann mit Didot. Exponenten werden automatisch erstellt, wenn ich das Dachsymbol auf meiner Tastatur verwende. Also etwa 2 hoch 3 tippe ich, 2, Dachzeichen links oben auf der Tastatur, hoch 3, Leertaste und ersetze es gerne so, wie ich haben möchte. Mehrere Zeichen im Exponenten werden dann wieder entsprechend eingeklammert, also E hoch KT zum Beispiel, E hoch, Klammer auf, KT. Klammer zu und mit einer Leertaste editiert er das so, wie ich es gerne hätte. Statt oben im Exponenten möchte ich ja gerne aber auch mal Zahlen oder Buchstaben unten im Index haben. Das geht ebenfalls sehr schnell mit dem Unterstrich, den ich über die Tastenkombination Shift und Minus hier bekomme. Etwa A1. A, Unterstrich 1, Leertaste und es ist unten gelandet. Bei längeren Indizes dann auch mit einer entsprechenden Klammer, zum Beispiel F Gesamt für die Gesamtkraft, F Unterstrich Gesamt. Fertig. Das kann ich natürlich auch kombinieren, etwa zum Beispiel ein Vektorpfeil und den Unterstrich, also f soll ein Vektor werden, Unterstrich, Gesamt und ich habe das so, wie ich es dargestellt haben möchte.
Sehr schick ist auch das automatische Editieren für Grenzwertdarstellung, etwa Limes x gegen unendlich von f von x. Das gebe ich dann folgendermaßen ein. Limes unterstrich x nach ist 2. Unendlich heißt auf Englisch Infinity. Der Kurzbefehl ist dafür inft. Klammer zu, Leertaste. Und dann muss ich nur noch f von x eingeben und fertig. Wie ihr nun gesehen habt, gibt es für die meisten Sonderzeichen ein Tastaturkürzel. Besonders oft gebraucht wird auch etwa der Multiplikationspunkt, etwa für 3 mal 4. Der Befehl dazu heißt cdot. 3 Backslash cdot, Leertaste 4 und das Ganze ist schön editiert. Ebenfalls beliebt ist das ungefähr Gleichzeichen. Da benutzt man approx für approximation. Oh, 3 mal 4, ungefähr gleich 10. So. Ebenfalls einigermaßen oft braucht man Darstellungen wie n aus den natürlichen Zahlen n. Das gebe ich folgendermaßen ein. N aus heißt im Englischen in. Und das n mit dem Doppelstrich kriege ich raus mit double n. Das n muss dabei groß geschrieben werden. Zeige ich also, wie man beispielsweise eine Geradengleichung im r hoch 3 eingibt. G x Vektor gleich. Klammer auf, Klammer zu. Leertaste. Und dann kann ich hier 3 Koordinaten eingeben, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, plus R mal, nochmal ein Vektor, Klammer auf, Klammer zu, Leertaste, 4, 5, 6, und R soll dabei aus den reellen Zahlen sein. Ich habe mir im Laufe der Zeit eine recht umfangreiche Übersicht an Zeichen erstellt in einer Liste und zeige mal, wie diese Liste bei mir aussieht. Ich scrolle mal ganz langsam durch. Mal schon die erwähnten Befehle, bar, Vektor, dot, didot, tilde, head, noch ein paar andere Indizes, wie man Limes eingibt, Exponenten, Wurzeln, größer gleich, kleiner gleich, das Vektor-Kreuzprodukt, Doppelzeichen und Oderzeichen, die ganzen griechischen Buchstaben, sondern ein bisschen aufpassen, dieses Phi, das man gerne fürs Bogenmaß nimmt, heißt Varphi, dort steht es. Dann für das Dreiecksymbol, das Delta-Symbol ist Ink. Delta geht auch. Sehr schön ist auch dieses L für das Literzeichen, Backslash L. Senkrecht und parallel das Summenzeichen, geschweifte Klammern oben und unten. Noch besonders wichtig hier die Mengensymbole für Schnittmenge und Vereinigungsmenge, Cap und Cup. Und ich kann jedem empfehlen, sich selber eine solche Tabelle anzulegen, damit man nachschlagen kann. Wem das alles noch nicht reicht, der kann auch noch selbst weitere Tastaturkürzel im Formel-Editor erstellen. Und das zeige ich jetzt, wie das geht. Ich gehe dazu wieder auf die Registerkarte Datei, auf Optionen. Dort gehe ich auf Dokumentprüfung und weiter auf Autokorrekturoption. Und dann gibt es hier die normale Autokorrektur und hier die mathematische Autokorrektur. Sagen wir mal, der Befehl cdot ist mir immer noch zu lang und ich möchte ihn durch etwas Kürzeres ersetzen. Dann scrolle ich jetzt mal runter, bis ich zu der Stelle komme, wo cdot ist. Da ist er. Ich markiere ihn und ersetze das cdot, sagen wir mal, durch den Backslash und das Pluszeichen. Und dann klicke ich auf Ersetzen. Und fertig. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe. Ich zeige das mal. Das heißt, jetzt kann ich noch etwas schneller den Multiplikationspunkt durch Backslash und Plus erzeugen. Schwupps. Ich persönlich brauche davon nicht besonders viele. Ich habe nur den Multiplikationspunkt ersetzt durch dieses Plus. Ich habe das approx für ungefähr gleich durch das Gleichheitszeichen mit dem Backslash ersetzt und den senkrechten Strich durch ein i. Den braucht man ja auch manchmal. Sowie noch das Wurzelzeichen mit w. Das ist sonst im Original sqrt, geht aber auch. Das alles zusammen sollte wirklich reichen, um schnell und effizient mit dem Editor umzugehen. Einen letzten Trick habe ich aber noch für euch. Ich kann nämlich Formelstrukturen, die ich besonders häufig brauche, abspeichern und auf Wunsch gleich als Struktur wieder aufzurufen. Sagen wir mal, ich will jetzt eine Geradengleichung haben, tippe ich sie nochmal ein. Und dann kann ich die hier auf diesen Fall gehen, Formeloption als neue Formel speichern, nenne das Ganze gerade 2 und stelle hier noch auf Optionen, dass nur der Inhalt eingefügt werden soll, sonst macht er noch so komische Absätze immer mit rein. Klicke auf OK, fertig. Und wenn ich jetzt oben im Schnellzugriff auf den Formeleditor auf den Pfeil klicke, dann kriege ich hier unter gerade 2 genau diese Formelstruktur schon angeboten und kann damit gleich weiterarbeiten. Super fix.
Damit bin ich mit meinen Tricks auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Ich weiß, dass der große Bruch sich sehr einfach durch das Geteilzeichen eingeben lässt. Also, dass ich 3 Fünftel, 3 durch 5, macht er automatisch einen großen Bruch. Aber es gibt auch noch diesen kleinen Bruch, den man zum Beispiel für Einheiten verwenden kann. Das ist hier etwa dort. Wäre zum Beispiel 10 km/h. Und für diesen kleinen Bruch, dafür habe ich tatsächlich noch keinen Kürzel gefunden. Das heißt, wenn ich den haben möchte, und den brauche ich leider relativ oft, dann muss ich das immer noch so umständlich übers Anklick machen. Solltet ihr dazu eine Idee haben, wie das schneller geht, bitte rückmelden. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich für die geduldige Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg und hohe Effizienz beim Umgang mit dem Formel-Editor. Tschüss!